Ja, also ich bin tatsächlich erschrocken zu hören, dass es so viele Bereiche gibt, die nicht mit Dolmetscher arbeiten, weil letztendlich haben wir alle als Fachperson irgendeinen Auftrag. Und dass das eben wichtig ist, dass ich ja die Patientin auch wirklich verstehen möchte und dass ich ja wirklich wissen möchte, worum es geht und was los ist und was man da tun kann. Und natürlich auch mögliche Behandlungen zu erklären. Und wenn das nicht ordentlich übersetzt ist, dann funktioniert es ja auch nicht. ምክንያቱ እቲ ዘለኒ ኣብቲ ቋንቋ ሕፅረት ከምቲ ዝድለ ገይረ ክገልፅ ኣይክእልኒ። خب یه حسی به آدم دست میده دیگه، بعد زبون یاد داشته باشی بهتر میتونی صحبت کنی، تقریبا اینجوری. Sobald ein Dolmetscher da ist, hat mein Gegenüber sofort eine Vertrauensposition, ein Vertrauensverhältnis, weil da jemand seine Sprache spricht. Das ist ganz wichtig für die offene Kommunikation zwischen mir und den Betroffenen. ናይ ስምዓኒ እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ውሽጠይ ፅቡቅ ገይረ ንክገለፅ እንድሕር ኮይነ በቲ ቋንቋ ተኮይኑ ዝበለፀ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ስለ ዝኮነ እንታይ እቲ ዶልሜቸር ተሃልዩ ምሳይ ማለት እዩ ተርጓማይ ዝበለፀ ንዓይ ማለት እዩ ይሕግዘኒ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ዝበለፀ ገይረ ንክገልፅ ማለት እዩ ዶልሜቸር በረም ክእል ተርጅሞ ንክእል በረም ኩማካት ووسیله شد بریم که مثلا حرفای خدا بزنم و چیزی که مثلا Und letztlich dauert es ja ohne Dolmetscher alles nochmal, ehrlich gesagt, auch viel länger, weil wenn man alles, weil es ewig dauert, bis man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich verstanden worden. Und da ist es natürlich super ein Geschenk, wenn da ein ordentlicher Dolmetscher dabei ist, wo man denkt, okay, die übersetzen das so, dass das klar ist. Für richtige Gespräche, die bei uns geplant sind, die führen wir nicht mit Angehörigen. Es ist aber zu großer Interessenskonflikt. Man wundert sich manchmal, wie wenig problematisch das die Menschen selber finden und dann sagen, ja, das ist meine Tochter, das ist alles okay. Ein wichtiger Punkt ist für mich noch, dass wir wirklich auch über gut ausgebildete, gelernte Dolmetscher verfügen, die also nicht nur der Bruder des Betroffenen ist, der für ihn übersetzt, sondern wirklich auch ausgebildet sind und auch ausgebildet sind in der Zusammenarbeit mit ausländischen geflüchteten Personen. Das heißt, eine gute Ausbildung der Dolmetscher erleichtert uns den Arbeitsalltag. Und durch den Einbezug von Dolmetschern lerne ich immer wieder Neues, neue Menschen, neue Kulturräume mal zu entdecken und neue Denkweisen. Und das bereichert viel, viel meine Arbeit. Wir haben ja mit einer Vielfalt an Dolmetschern sozusagen zu tun. Und man merkt eigentlich sofort, ob es ein professioneller Dolmetscher ist oder nicht. Patrycja Kania Nandrushim Tomas. Pasi kurke përball një përkthyes profesionist, unë personalisht flas nga eksperjenca ime, ndihem shumë më e sigurt, pa tjetër shumë më vetvetja, sepse kam përball një person që e di që më kupton 100%. Also vor allem ist wichtig, dass der Dolmetscher das sagt, was ich sage und eben auch was die anderen sagen. Und gegebenenfalls dann sagt, da müssen Sie jetzt noch ausholen, was eben zum Beispiel das deutsche Schulsystem betrifft oder sowas. Die Hauptarbeit macht natürlich die Therapeutin oder Therapeut, aber ich bin auch ein Teil davon. Also ich kann auch ein bisschen auf mich stolz sein. Und das ist schon für mich eine Motivation, wo ich denke, also wenn ich Patienten erlebe nach einem Therapiegespräch, wo sie so froh sind, dass sie über alles sprechen könnten, dann ist es für mich ein kleines Stück Erfolg, wo ich sagen kann, es hat sich gelohnt. Also was teilweise schwierig ist, ist, dass man einerseits es wichtig ist, eine vertrauensvolle Beziehung zu haben immer zum Klienten und andererseits auch immer eine gewisse Distanz zu bewahren. Es würde mir auch sehr helfen, wenn die Fachpersonen die Informationen vorher mir zur Verfügung stellen, dass man sich darauf gut vorbereiten kann und auch wisst, worum es überhaupt geht in dem Bereich, in dem Thema. Ja, also ich arbeite regelmäßig mit Dolmetschern, in der Regel Telefondolmetscher. Und genau, also in der Regel bei Erstgesprächen und irgendwann können meine Kundinnen und Kunden dann gut genug Deutsch und dann brauche ich keine Dolmetscher mehr. Мне очень часто, хотя сейчас я уже могу говорить по-немецки, но
очень часто сложно подобрать слова, особенно каких-то, например, в отдельных сферах жизни, то есть не в ежедневном каком-то разговоре, а узкоквалифицированном. Also ich würde mir wünschen tatsächlich, dass auf jeden Fall mit Dolmetschern gearbeitet wird, wenn der oder diejenige deutsche Sprache nicht mächtig ist, auf jeden Fall. Und sich wirklich dazu Zeit nehmen und sich keine Urteil bilden, dass wenn jemand nicht die deutsche Sprache mächtig ist, heißt das nicht, dass es auch gleich negativ behaftet ist. Diese Person braucht einfach Zeit, die Sprache zu lernen. Das ist das, was ich mir wünschen würde.